Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Die Innovative Training Systems GmbH in der Speyerer Straße 9. Hierher tourte Heidelbergs Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner im Rahmen der Aktion Hashtag Hol den Oberbürgermeister am 11. September 2015. Die Initiative Fitnesspark an der Neckarwiese hatte ein Vorortgespräch mit dem Oberbürgermeister gewonnen. Dafür hatte sie ihren Vorschlag auf der Website der Stadt Heidelberg unter www.holdenoberbürgermeister.de präsentiert und beim Online-Voting sich mit einer Stimmenmehrheit von 160 Stimmen durchgesetzt. Bei dem Gesprächstermin präsentierte die Initiative ihre Idee eines Outdoor-Fitnessparks am Neckar mit möglichen Geräten wie Klimmzugstangen, Dipbarren, Sprungplattformen basierend auf aktuelle Trends, zum Beispiel aus den USA. OB Dr. Eckart Würzner war begeistert von der Idee eines Fitnessgeräteparks im Freien. Als Ort schlug er aber Kirchheim vor. Denn auf dem 13.000 Quadratmeter großen Gelände Habigweg 11 werde eine neue Sportfreizeitanlage im Jahre 2016 entstehen. Es soll mit unterschiedlichen Sportmöglichkeitsmodulen für alle Altersklassen gebaut werden. Eines der Module könnte die Idee der Initiative beinhalten. Der Hashtag Hol den Oberbürgermeister-Termin war für alle Teilnehmer ein Erfolg. OB Dr. Eckart Würzner und Initiator Jason Care fassen zusammen. Ja, heute Hashtag Hol den Oberbürgermeister mal in ganz anderer Funktion unterwegs gewesen bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen hier aus Heidelberg, die sich begeistert dafür eingesetzt haben, mehr offene Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Heidelberg angeboten zu bekommen. Es gibt jetzt neue Sportarten, die aus den USA gekommen sind, wie Baristi, an dem man an entsprechenden Hantelstangen entsprechende Workouts machen kann. Also eine tolle Idee. Wir wollen jetzt dieses Know-how auch über das Netzwerk der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unser Allerhub-Konzept mit integrieren. Dort planen wir für fast 2 Millionen eine große, neue, offene Sportfreizeitanlage, die offen zugänglich ist. Und ich freue mich, dass wir da jetzt enger mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten können. Also ganz konkret geht es jetzt darum, dass unsere Planer sich jetzt hier mit der Interessensgruppe zusammensetzen, das Know-how mitnehmen, um dann auch entsprechende Geräte dort vorzuhalten, die dann auch von den jungen Erwachsenen auch wirklich gerne angenommen werden zum Workout und nicht Geräte, die ja eigentlich gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Heute war Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner bei uns für die Hol den Bürgermeister oder Hol den Oberbürgermeister Aktion. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, nachdem es das letzte Mal leider ausfallen musste. Und da ging es einfach um unser Konzept für einen Outdoor-Fitnesspark hier in Heidelberg. Ursprünglich war der Vorschlag für die Neckarwiese, aber im Laufe des Gesprächs haben wir herausgefunden, dass es eigentlich perfekt in das Allerhaupt-Konzept passt, was in Kirchheim entsteht. Und die Idee war eigentlich die, dass man einen Park entwickelt, an dem man Calisthenics und Bodyweight-Übungen machen kann. Das sind Street-Workouts, da geht es hauptsächlich darum, Training mit dem eigenen Körpergewicht zu machen, Klimmzüge, Dips, sich an der Stange entlanghangeln, Rumpfübungen machen, und das Konzept passt eigentlich sehr gut auch zu dem Allerhaupt-Konzept, weil für die Altersgruppe bisher da wohl noch nichts richtig integriert ist, und darüber haben wir heute gesprochen, und wir freuen uns jetzt, dass wir im nächsten Schritt mit den Planern des Konzepts in Kirchheim uns zusammensetzen werden und die genauen Details besprechen werden, und hoffentlich gibt es dann vielleicht in naher Zukunft auch einen Outdoor-Fitnesspark für Calisthenics in Heidelberg in Kirchheim.